Am 24. März vor 78 Jahren verabschiedete der Reichstag das Ermächtigungsgesetz. Die Mehrheit des Reichstages schaltete sich selbst aus und übertrug Adolf Hitler die absolute Macht. So etwas ließe unser Grundgesetz nicht zu. Aber trotzdem muss die Demokratie verteidigt werden. Beispiel Dresden. Jedes Jahr im Februar versuchen tausende Neonazis dort zu demonstrieren. Und ich bin stolz darauf, dass es couragierten Menschen bereits zum zweiten Mal gelungen ist, diese Nazi-Kundgebung zu verhindern. Die Linke kämpft gemeinsam mit vielen Menschen gegen alte und neue Nazis. Und dort, wo sich die Bürgerinnen und Bürger couragiert den Nazis in den Weg stellen, dort darf der Staat nicht neutral bleiben. Darum sagen wir als Linke, die NPD gehört endlich verboten. Bund und Länder müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die V-Leute in der NPD abgeschaltet werden. NPD-Verbot jetzt.